Hallo zusammen, heute haben wir ein Video über ein Spiel von Apple Arcade und es ist das bisher schlechteste Spiel, das ich probiert habe. Also das ist, nein, keine Ahnung, was einem da eingefallen ist als Entwickler. Hier die Datenschutzerklärungen einfach ausdocken. So, hier muss man, keine Ahnung, erstmal Spielmarken finden und seid froh, dass ich das im Schnellen ablaufen lasse. Hey, hier sucht und läuft man ohne irgendwo einen Hinweis. Vielleicht ist auch die Steuerung gefällt mir auch überhaupt nicht. Ich hüpfe und versuche zu laufen und dann haut's mich zur Seite runter und ich komme irgendwie nicht die Felsen richtig hoch. Aber ich finde diese Münzen und diese Spielmarken nicht, die ich da finden soll. Ja, dackeln wir einfach noch ein bisschen weiter auf die Brücke rauf und über die Hängebrücke drüber. Schauen wir mal in einen anderen Bereich und platsch hat's gemacht. Na gut, geht's wieder weiter. So, hoch, hoch, hoch. Jetzt wirklich, es ist so schlecht zu bedienen, aus meiner Sicht, die Steuerung. Vielleicht bin ich zu grob motorisch unterwegs, aber keine Chance, dass ich da irgendwie richtig Sinn in diesem Spiel sehe. Naja, platsch runter, weiter geht's. Ich glaube, ich stelle mich einfach zu blöd an dafür. Irgendwie keine Ahnung, was ich da machen muss. Naja, jetzt finde ich mal so einen Höhleneingang für so ein kleines Minispiel, das ich hier absolvieren kann. Das ist nicht allzu lang. Das kann man ganz gut absolvieren. Schauen wir uns mal an. Also hier werden wir auch noch höflich gefragt, ob wir spielen möchten. Bewegen und Feuer, also links und rechts. Und wir haben 3 Leben. Grafik erinnert an sind flutliches Spiel. Okay, blab. Also die Steuerung. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Rauf, runter, links, rechts und der macht nicht das, was ich will. Und kaputt. Also Spiel verloren. Demzufolge haben wir keinen Blumentopf gewonnen. Wollen wir nochmal spielen? Nein, wollen wir natürlich nicht. Also wieder raus aus dem Ganzen. Und wir laufen mal nochmal weiter in dieser Welt, ob wir da noch etwas finden. Also eine Marke müssen wir irgendwie finden. Anders kann es ja nicht sein. So, hoppeln wir mal rauf. Und jetzt gucken wir mal. Ah, da hinten blinkt was. Na, schau her. Waren wir gar nicht mal so schlecht unterwegs. Dann ab, ab, ab. Wasser kaputt. Also wieder weiter. Und hoch mit uns. Puh, okay, zack, geschafft. Also wir haben jetzt ein Haustier freigeschaltet und machen mal flott ein paar Liegestütze und zack, hat die Steuerung wieder versagt. Naja, so viel zu diesem Spiel. Für mich keine Empfehlung, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Abonniert uns, schaut rein, macht ein Like und einen Kommentar, wie ihr das Spiel findet und bis zum nächsten Mal.